Wow, ich habe echt ein Blitzbiest vor mir liegen. Ich grüße euch erstmal zum neuen Video von Carpocalypse. Bin auch gerade erst angekommen, die Routen liegen echt noch nicht lange. Und da konnte ich gleich diesen schönen Barren rauskitzeln. Der Tag neigt sich jetzt auch schon dem Ende. Es ist brütende Hitze, ja. Ich habe gar nicht mit gerechnet, dass überhaupt was läuft. Ich bin total sprachlos. Ich bleibe eine schnelle Nacht bis morgen Vormittag. Und im Laufe des Videos werde ich euch mal ein bisschen erklären, wie ich solche Fische hier fange mit dem richtigen Futter und der richtigen Taktik. Also wow, tolles Tier. Ein grandioser Auftakt, würde ich sagen. Guten Morgen, Leute. Ich hole mal ein bisschen rüber. Ja, gestern Abend habt ihr schon den Auftakt gesehen gehabt. Ja, wir hatten eine Brütenhitze von weit über 30 Grad und das noch. Fische sind ab. Und das noch so spät um 20.30 Uhr, 21 Uhr. Einen schönen Fisch konnte ich fangen. Ich hatte eine sehr schlaflose Nacht. Man sieht vielleicht auch ein bisschen noch an meinen Augen. Ich konnte noch mal 3 Fische fangen. Also Wahnsinn, dass für diese Jahreszeit, für diese Instant-Nummer, das Futter hat einfach funktioniert. Ich gucke mal wieder hin, weil die sind halt ganz gut drauf. Ich werde jetzt die Ruten erstmal rausbringen, weil ich habe jetzt gar nicht gefischt gehabt mehr. Ab um 13:30 habe ich dann die Ruten drin gelassen, weil es einfach zu gut lief, ja, und ich auch ein bisschen schlafen musste. Also sonst würde ich heute Morgen aussehen wie ein Eichhörnchen und wollte heute gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Aber jetzt erstmal Ruten raus und wach werden. Ja, hier ist einer von den kleinen Recken aus der Nacht. Das Schöne ist daran, dass es ein Spiegler ist, was in diesem See sehr selten ist. Also zu 95% gibt es hier nur Schuppis drin und da habe ich mich über den ganz besonders gefreut. Ja, wunderbar. Ganz tolles Tier, ganz lang, urig. Schönes Teil, ne? Gefällt mir auch. Ich denke mal, ein paar Kilo könnte er noch mehr haben, aber relativ dürre ist er. Halt ein richtiger Sommer-Torpedo. Aber Power hat er trotzdem gehabt. Hat echt Spaß gemacht. Ja, und wie das Ganze geklappt hat, erzähle ich euch im nächsten Schritt. Wie eben schon erwähnt, zeige ich euch noch mal ganz kurz die Rigs. Also da ist absolut gar kein Hexenwerk, ja, gar nichts Großes dran. Das sind einfach ganz normale Schneemann-Rigs. Vorfachlänge ungefähr mache ich immer so zwischen 16 und 19 cm, 20 ist auch noch okay. Hier einen Biscuit drauf mit einem Biscuit National Beige angedübelt. Warum angedübelt? Weil unsere Pop-Ups absolut keine Potenzprobleme haben, die richtig Power haben, die richtig nach oben ziehen. Da düble ich die immer ein bisschen an, nehme mir immer einen Wassereimer mit dazu, gucke, dass die dann wirklich gerade so schwerelos sind und dann beißt das auch so richtig. Und das Ganze nochmal als Okto mit einem weißen Okto-Dübel oben drauf. Nehme ich mir ganz normal eine Schere. Und die Dinger haben schon abgeräumt. Etliche Fische, nicht nur hier. Und da nehme ich mir eine ganz normale Schere, nehme einen ganz normalen Pop-Up von uns und düble den einfach ein bisschen an. Schere hat jeder dabei, Pop-Ups auch in der Regel. Und dann schneide ich einfach mit der Schere ringsherum, schön gleichmäßig. Und schon hat man in kürzester Zeit aus einem normalen Pop-Up einen Dumble gemacht. Auch gerade an Gewässern, wo viel Fischdruck herrscht oder viel Angeldruck herrscht, ist das eigentlich auch immer noch mal eine sichere Adresse, glaubt es mir. So, oben mache ich immer noch mal ein bisschen platt. Die Seite kann noch ein bisschen. So. Und so sieht das Ganze aus. Nein, ist kein Uropack. Das ist ein angedübelter Pop-Up. Sehr cool. Fängt auf jeden Fall ordentlich Fisch, ja. So, könnt ihr euch auch schon, wenn ihr wollt, ein paar vorbereiten in die Dose rein und fertig ist, ja. Wie ihr seht, mehr habe ich auch wirklich nicht mehr bei, ja. 6 Dosen, das ist nicht viel. Das sind ganz normal unsere Pop-Ups, die Biscuit Okto, die wir im Programm haben. Und dann habe ich immer noch meine Dose mit Hakenköder. Nicht, weil es sind genau die gleichen, die aus der Tüte kommen. Die mache ich hier bloß mal rein. Lass die immer noch mal ein bisschen durchhärten. Ist immer schon besser. Und kann man auch mal ruhig 24 Stunden oder länger unsere Köder liegen lassen. Gar keine Probleme. Mach mir eine Dose, dass ich das auch noch gleich griffbereit habe beim Haken bin und so weiter. Ja. Wie ihr gesehen habt, absolut gar kein Hexenwerk, wo ich momentan ganz viel Wert drauf lege. Was ist das? Ein ganz normales Hakenschleifgerät. Oder ein Hakenschleifset.
haben viele schon von gehört, haben viele schon gesehen. Scharfe Haken ist das A und O, wirklich, da hängt so viel immer von ab, ja. Probiert ruhig mal einen Haken aus der Packung zu nehmen, besorgt euch mal so ein Ding und zieht da noch mal ein paar Mal drüber, ein bisschen Übung und ihr habt hammerscharfe Haken, womit ihr richtig gut Fische fängt und dann sitzen die auch und habt ihr, ich habe dieses Jahr schon viele, viele Fische gefangen, erst einen Aussteiger gehabt, der war letzte Nacht. Passiert auch mal, ja. Hau ich euch noch mal eine Videobeschreibung mit rein, was wir da empfehlen für ein Hakenschleifset. Kann ich echt wirklich, das Ding habe ich schon ein paar Jahre jetzt, da habt ihr, könnt ihr mal mit deiner Tasche haben, einen kleinen Hardcase. Sehr praktisch. Weiter jetzt im Video. Zum Wichtigsten wollen wir ja natürlich auch noch kommen. Rigs habe ich euch kurz gezeigt, kommt groß nichts dazu. Ganz einfach, ganz simpel, aber sowas habe ich schon öfters erzählt. Ich mache einfach heute wieder mit dem Futterboot, bin ich unterwegs. Ich hau mir einfach wirklich in jeder Seite zwei Hände rein. Einmal Biscuit, eine Hand Octopeppo. Und das war es dann auch schon, ja. Also absolut nichts Besonderes bei. Das sind super gute Köder, die absolut gut wirken. Nehme ich unseren Cutter von Hydrospool. Das Ding ist echt cool, Gold wert. Also ich liebe es so sehr. Und dann cutte ich mir einfach hier so übers Boot ein paar Beulen rein gleich. Dann ist es doch ein bisschen größere Futtermenge. Und die haben eine andere Struktur und arbeiten doch ein bisschen besser. Ja, nochmal. Einfach ein paar halbe auf jeder Seite. Das sollte dann auch schon langen gleich. Seht selber, wie gut das Ding geht. Bekommt ihr übrigens bei uns im Shop, ja. Schaut mal vorbei. So, zack, hier auch noch mal ein paar. Gerade so für kleinere Mengen Cutten ist das Ding echt Gold wert, ja. Zumal das Packmaß spitze ist. Dann kommt hinten einfach noch mal einen Stick rein. Stickmix bekommt auch bei uns im Shop. Das ist jetzt ganz normaler Biscuit-Stickmix mit ein paar Pellets dazu und mit dem Biscuit-Liquid angesetzt. Stick, Montage hinten rein, rausgefahren und Fisch fangen. Das haben wir nämlich noch vor heute. Bis jetzt ging tagsüber noch nichts, aber ich hoffe, dass jetzt noch mal einer kommt. Als ich hier gestern Abend am See ankam, es war schon 18 Uhr rum, brütende Hitze, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben ja momentan echte Hitzewelle in Deutschland, alles trocken, kein Regen. Die Gewässer sind alle am Limit vom Wasserstand, die Flüsse werden immer trockener. Wetterkapriolen, Vollkatastrophe. Habe ich eigentlich gar nicht mit Fisch gerechnet. Ich hatte heute noch einen Tag Urlaub, wollte einfach nochmal abspannen, meinen Urlaub ausklingen lassen. Hatte eine richtig gute Nacht, gestern Abend gleich einen Fisch. Nach kurzer Zeit, Kamera war noch nicht mal aufgebaut. In der Nacht, gerade hat sich wieder direkt auf dem Futter gedreht. Ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass was kommt. Hatte eigentlich wirklich absolut nicht viel Hoffnung gehabt. Habe mir gedacht, naja, was machst du? Gar kein Wind, Spiegel glatt, Ententeichwetter. Absolute Ruhe auf dem Wasser. Hab dann wirklich erstmal eine Stunde beobachtet und gesucht. Ja, nicht einfach aufgetackelt, Ruten raus, sondern wirklich erstmal gesucht, wo ist vielleicht Fisch zu sehen, wo dreht sich vielleicht mal Fisch. Das ist nicht nur im Sommer ratsam, sondern zu jeder Jahreszeit. Aber im Sommer kann man sie halt doch schneller lokalisieren, weil da zeigen sie sich doch mal eher. Und so war es dann auch gewesen, haben sich an zwei Stellen immer mal wieder Fische gezeigt gehabt, leicht gedreht, immer mal wieder die Flosse rausgeguckt, ein bisschen gebuckelt. Und da stand dann auch relativ schnell meine Stelle fest oder zwei Stellen, die ich befischen wollte. Und es laufen in beide Stellen sehr gut gelaufen. Kann ich mich echt nicht beschweren. Wie ihr im Video schon gesehen habt, ist die Angelei, die ich betreibe, absolut kein Hexenwert. Wichtigste ist halt immer wieder Location, Location, Location. Dazu gutes Futter drauf. Ein bisschen Gedanken machen und einfach die ganze Sache fühlen, würde ich sagen. Ja. Ein bisschen Instinkt einsetzen, Instinktangeln, nicht das Gleiche machen, was alle anderen machen. Das habe ich auch schon so oft erwähnt. Aber ich hoffe jetzt noch auf den legendären Einpackfisch, weil allzu viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Ich habe zu Hause noch ein bisschen was zu tun, bevor morgen mich der Alltag wieder hat. So ist das, ne? Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich konnte euch ein bisschen Taktiken zeigen und erzählen, obwohl da groß gar keine Taktik bei war, aber halt so wie ich halt vorgehe am Wasser, um zum Fisch zu kommen. Und ich sag mal so schön, wer fängt, hat recht. Und hier haben wir den kleinen Racker von eben gerade. Auch das wird mal ein schöner, ja? Aber der braucht noch ein paar Jahre. Sehr schön. So wie das Video begonnen hat, hört es auch auf mit einem Fisch. Super, ja. Ich habe schon alles eingepackt gehabt. Da ist der Fisch im Drill nicht mit drauf. Also rutenlang nur noch. Und da ist diese Schönheit nochmal abgelaufen.
und zwar sehr erfolgreich, instant einfach mit gutem Futter, mit bisschen Instinkt zum Fisch zu kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also damit danke ich ab oder höre auf für heute und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Olli von Capocalypse.